Es gibt verschiedene Signale, die darauf hindeuten, Alarmzeichen würde ich sie fast schon nennen, die darauf hindeuten, dass man in eine finanzielle, wirtschaftliche Schieflage geraten ist. Und zwar das erste ist, dass man Briefe, insbesondere Mahnungen, ungeöffnet liegen lässt, als ob es sich damit erledigen würde. Das zweite ist eben eine innere Unzufriedenheit, eine Unruhe, vielleicht auch eine gewisse Aggressivität, insbesondere bei Männern, auf irgendwelche zum Teil nichtige Fragen, weil man eben belastet ist mit anderen Problemen und sagt, jetzt kümmere ich mich nicht darum, was die Familie angeht, sondern ich habe hier andere Sorgen. Oder aber auch eine absolute Zurückgezogenheit. Das weitere Signal im unternehmerischen Alltag ist, dass man sich zum Beispiel auch von Gläubigern am Telefon, dass man sich dort verleugnen lässt. Und sagt, ich bin gerade nicht zu sprechen und ich bin morgen nicht zu sprechen und ähnliche Ausreden erfindet, um sozusagen die Konfrontation mit den Gläubigern zu meiden. Schließlich kommt es dann in der Regel irgendwann zu Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. Man kennt sie also im Zweifel dann auch schon den Gerichtsvollzieher ganz gut, der zumeist dann ja auch eben immer wieder für verschiedene Gläubiger kommen muss. Das sind so die wesentlichen Punkte, wo jemand sich mal die Frage stellen muss, wie lange das so weitergehen kann. Gerade wie gesagt, wenn ganze Waschkörbe von Post auf einmal mir dann präsentiert werden, merke ich, da ist viel zu lange gewartet worden und viel zu viel Zeit vergangen. Man hätte früher vielleicht mehr tun können.